Sie waren auch jener Minister, der am öftesten in Pressekonferenzen und Interviews gesagt hat, dass es bis Anfang Mai nur diese berühmten 4 Gründe gab, um die eigene Wohnung zu verlassen. Zum Beispiel, wir haben viele Beispiele im Archiv, aber zum Beispiel am 5. April. Um arbeiten zu gehen, um Dinge des täglichen Bedarfs zu besorgen, um sich um Menschen zu kümmern, die Hilfe brauchen, oder, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, spazieren zu gehen oder Sport zu treiben. Das sind unsere Rechtsgrundlagen, mit denen wir generell jetzt einschreiten, sollte es zu Verstößen kommen. Mittlerweile wissen wir, dass das falsch war. Es hat nie eine Einschränkung in der Verordnung gegeben auf Spazierengehen und Sport. Man durfte immer ins Freie, wenn man den Mindestabstand eingehalten hat. Aber Sie haben als Innenminister die Öffentlichkeit da über Wochen hinweg falsch informiert. Warum? Nein, es war die gemeinsame Rechtsauslegung. Erinnern Sie sich, die Verordnung kommt ja aus dem Gesundheitsministerium von Gesundheit und genauso auch von uns als Innerem, dass wir dabei die Gesundheit bei den Maßnahmen unterstützen und überwachen. Und sie galt immer für den öffentlichen Raum. Und ich habe das auch intensiv mit dem Bundesrettungskommandanten diskutiert, wieso die Maßnahmen so erfolgreich waren und tatsächlich die Infektionszahlen in Österreich so gering sind. Weil die Menschen sie selbst eingehalten haben aus Eigenverantwortung heraus, als Selbstschutz, weil sie auf sich geschaut haben, aber eben auch auf andere. Aber Herr Innenminister, die Menschen haben sie vielleicht deswegen eingehalten, weil ihnen die Regierung wochenlang erklärt hat, dass das so in der Verordnung stehen würde. Es stand aber nie so in der Verordnung. Es gibt sogar mittlerweile ein Gerichtsurteil, nämlich des Landesverwaltungsgerichts in Niederösterreich. Da hat die Bezirksverwaltungsbehörde in Tulln einem Mann 600 Euro Strafe verhängt, weil er mit dem Auto zu Freunden gefahren ist, weil er den öffentlichen Raum ohne Ausnahmegrund betreten hat. Und da gibt es ein Urteil, wir können es auch kurz einblenden. Und da sagt das Gericht, und es ist kein Rechtsweg dagegen zulässig, die Verordnung sieht keine Beschränkung des Zweckes für ein Betreten des öffentlichen Ortes vor, auch wenn medial immer nur das Luftschnappen oder Sport als zulässig dargestellt worden. Sie haben tatsächlich in der Öffentlichkeit über Wochen hinweg und andere Minister auch die Unwahrheit über diese Verordnung gesagt. Also Herr Wolf, eines kann ich Ihnen garantieren, sowohl der Gesundheitsminister als auch ich haben nach bestem Wissen und Gewissen die Menschen informiert. Wir haben zu Vorsicht gemahnt, das Vorsichtsprinzip war Grundlage unseres Handelns und die niedrigen Infektionszahlen in Österreich beweisen, dass die Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die in Österreich leben, diese Maßnahmen gewissenhaft umgesetzt haben. Wenn ein Gericht jetzt zu einer anderen Auslegung kommt, dann ist das zur Kenntnis zu nehmen. Österreich ist ein Rechtsstaat, aber gleichzeitig verwahre ich mich dagegen, dass es hier ein bewusstes Desinformieren oder Unwahrheitssagen von Seiten des Gesundheitsministers oder von mir gegeben hat, nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, die Menschen informiert darüber, was gut ist und was weniger gut ist, gerade um Infektionen zu vermeiden. Das Ergebnis zeigt, dass die Österreicherinnen und Österreicher dankenswerterweise sich gut daran gehalten haben und genau danach müssen wir weiter trachten, denn der Abstand, der Meter Abstand, von dem Sie vorher gesprochen haben, ist nach wie vor wichtig. Handhygiene halten ist nach wie vor wichtig, ja, und es ist auch noch wichtiger, in den dort vorgesehenen Räumlichkeiten, wo es vorgeschrieben ist, auch den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Schauen Sie auf sich, schauen Sie auf die anderen. Das muss jetzt weiter unser Leitsatz sein, damit wir das Virus eindämmen können. Herr Innenminister, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend. Danke für die Einladung. Und an dieser Stelle müssen wir uns für heute von den Zusehern und Zuseherinnen auf Dreisat verabschieden. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch. Aus Wien, wir wechseln aber noch ins Ausland.